Ja, und dieses Geräusch ist nicht gut. So, da haben wir aber die letzte Statue. Das ist dann die Frauenstatue. Das ist die Frau, der Bogen und die Schlange. Okay. Mann, ich fall da irgendwie jedes Mal wieder drauf rein. Ich denke immer, gleich kommt der da angelaufen und greift uns dann an. Was eigentlich nie passiert ist bisher. Naja, gut, wie ihm auch sei. Wir müssen. Ja, wir haben die dritte Medaille, das heißt, das Schloss steht uns offen. Mal schauen, ob wir das jetzt vielleicht mit dem Licker hier mal hinkriegen. Oder zumindest mal besser schlagen als vorher. Egal, ob wir jetzt hier laufen oder nicht. Verdammt. Treffen wir ja sowieso. Oh, fuck. Oh, Scheiße. Ja, wir sind auch. Gefahr und kämpfen gegen den Licker mit dem Messer, aber jetzt hat es tatsächlich mal funktioniert, einigermaßen. Ja, das muss auf jeden Fall besser werden. Okay, wieso ist jetzt das Bücherregal nicht umgeflogen? Hätte ich ja eigentlich da so abhauen können. Aber das hatte ich ehrlich gesagt vorher auch noch nie, weil eigentlich durch diese Explosion fliegt da dieses Bücherregal um, was eben verhindern soll, dass man da einfach so abhauen kann. Hätte ich den im Prinzip da oben eigentlich zurücklassen können. Also, ist das irgendwie zufallsbedingt? Weil, ja, sonst ist das immer umgeflogen, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wir stehen kurz vorm Exitus. Der nächste Treffer, der wird uns dann erledigen. Ah gut, Marvin sitzt da noch. Er läuft nicht schon hier rum. Oder er liegt da vielmehr. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. So, dann setzen wir mal das dritte Medaillon ein und der Weg ins Unbekannte öffnet sich für uns. Und den nehmen wir auch gleich mal. Da geht es nach unten. Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Zeit zu gehen. Hey, Marvin! Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen, sofort! Nein, nein. Ich rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab's. Geh! Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Wenn Sie mir nur. Es ist zu spät. Hab's versucht, Leon. Aber ich konnte es nicht stoppen. Das darf sich nicht ausbreiten. Jetzt liegt's an dir. Jetzt geh! Verstanden. Jetzt schon eher wieder der Marvin, den wir aus dem Original kennen. Dass er sich hier halt auch nicht in dem, ja gut, in dem Büro da vorne würde ich ihm auch nicht raten einzuschießen. Da ist ja immer noch ein Zombie. In der Verfassung wird er den kaum platt Ich kriegen. werde tun, was ich kann, Marvin. Ja. Müssen wir Marvin zurücklassen. So leid es uns auch tut. Was wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung ist, denn der wird's wohl nicht mehr so lange machen. Naja, wie dem auch sei, wir betreten ein neues Gebiet hier mit, ja, einem seltsamen Büro, was, weiß ich nicht, irgendwie so wie die versteckte Bücherei im Museum aussieht, ne? Was ja auch nicht verwunderlich ist, denn, ja, wie wir ja gelesen haben, dieses Polizeirevier war früher mal ein Museum. So, und wir werden uns nochmals wieder heilen. Das packen wir mal weg, obwohl, ja, erstmal hier das kombinieren. Ein paar Heilmittel werden wir brauchen. So, Flintenmunition werden wir auch mitnehmen. Ja, ein bisschen ausrüsten müssen wir uns jetzt mal. So, haben
3 Blendgranaten ist auf jeden Fall gut. So, sonst ist hier nichts mehr. Gut, ja, dann auf ins Unbekannte. Ein Fahrstuhl in die Tiefe. Eine Art Keller. Keller der Polizeistation. Was wir jetzt hier haben. Alles irgendwie Umbauarbeiten, Sachen für Umbauarbeiten und sowas. Wohl nie ganz die Verwandlung von entweder jener Handgranate finden. Die sind übrigens als Defensivwaffe nicht ganz so nützlich, wie sie klingen, denn das wird auch im Tutorial wird das hier gesagt, dass die habe ich jetzt allerdings alle ausgeschaltet, aus Gründen. Ja, im Tutorial wird halt auch gesagt, wenn man Handgranaten als Defensivwaffe nutzt, also kann man halt auch nutzen, wenn man von einem Gegner gepackt wurde. Da sind die nicht so effektiv und die sind wirklich verdammt stark, wenn man sie für die Offensive benutzt. Ja, deswegen ist das auch besser. Die Blendgranaten, die kann man, die sind eigentlich dann besser eher für die Defensive zum Befreien. Eigentlich auch sogar, sollte man noch eigentlich eher nutzen als ein Messer. In vielen Fällen. Aber okay, gut. Ist jetzt auch egal. Ich habe irgendwie so ein mega ungutes Gefühl hier. Denn dieser Schrei, den wir da gerade gehört haben, der klang doch sehr verwunderlich. Da geht's nicht weiter. Heizraum, ne? Okay, da könnten wir noch durchkommen. Ja. Oh, shit. Du warst das also. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Oh Gott, ja. Unser großer Wissenschaftler Mistkerl mit dem dicken Rohr. Diesen Ding lässt sich nicht reden. Es tut weh! Ja, ich werde dir helfen und es wird leider wehtun. Hilf mir! Es tut weh! Ja, so ein bisschen Menschlichkeit hat er noch. Aber nicht, dass das uns helfen wird. So. Also haben wir schon mal einen guten Verstand. Keine andere Wahl. Muss ihn ausschalten. Ja. Wie gesagt, alles getan. Ja, okay. Blendgranate nutzen. Das blendet sein großes Auge. Oh, das war knapp. Ja, wenn er uns packt, das ist okay einigermaßen. Oh, scheiße, jetzt haben wir einen großen Augen verloren. Das ist nicht so gut. Das kann. Wo ist er? Das kann in einem ziemlich beschissenen Angriff enden. Aber okay, er hat uns nicht erwischt. Ich bin dabei, du siehst es doch, oder? So, ich werf mal jetzt die Granate. Ja, perfekt. Stand da genau drin. Die macht ihm richtig gut Schaden. Was? G-Ma? Seine G's, seine Genitalien, oder?
mal Leut ein bisschen mit der Pumpgun bearbeiten. Wow. Oh, scheiße, jetzt bin ich, glaube ich, hier in Sack. Nee, noch nicht. Ich dachte, schon wieder einer von den Sackgassen gelaufen. Oh, das ging ins Auge. Eigentlich auch nicht mehr so viel vertragen. Ah, scheiße, jetzt haben wir ihn schon wieder aus dem Augen verloren. Einmal wichtig, in der Bewegung zu bleiben. Ah, okay. Alles klar, haben wir jetzt nicht erwischt. Sollten wir ihn aber eigentlich auch bald haben. Geht auch langsam zur Neige. Ja, das ist so viel zu unserem schönen Vorrat. Aber wir haben ihn. Schön. Uah. Mach's gut, du Penner. Ja. Jemand beobachtet mich. Ja, denn Leitern fahren sich normalerweise nicht von alleine aus, oder? Naja, okay, wir können erstmal hier uns ein bisschen was wieder zurückholen. An Heilmitteln, die wir gar nicht gebraucht haben. Und auch ein bisschen Munition. Bevor wir dann von hier verschwinden. Ja, Mann, der große, große Mann mit dem Rohr. Ja, aber lief ziemlich gut. Also wir haben Schaden haben wir nicht genommen. Wir haben ja eine Landgranate verbraucht, okay, aber wir haben ziemlich viel Pumpgun-Munition verbraucht. Ja gut, der kann aber halt auch ordentlich schlucken. Na, wie ihr gesehen habt, ist so ein kleiner Ammo-Check-up. So, ist blau der Raum, das heißt, wir haben alles gesammelt, dann können wir von hier abhauen. Wer auch immer uns freundlicherweise diese Leiter hier runtergelassen hat. So, noch mehr Heilmittel. Also da sind wir wirklich gut ausgestattet. Schießpulver. Ah ja, das war mal... Das war mal das andere Ende dieses Raumes, wo wir eigentlich hinkommen sollten, bis dann der große Mann gesagt hat, nee, ich hau dich mal durch die Balustrade durch. Aber okay, ja. Was soll man machen? Dafür haben wir ihm ja ordentlich das Handwerk gelegt. So, haben wir doch mal hier jetzt schön die fahrbare Brücke in Bewegung gesetzt. Kommen wir auch aus diesem wunderschönen Heizkeller wieder raus. So wunderschöne Heizkeller auch sind. Es ist eigentlich schon eher wie so ein, sieht das wie so ein, nicht nur Heizung aus, sondern auch irgendwie ein eigenes Kraftwerk fast schon, so mit Kondensatoren. Naja. So. Was haben wir hier? Oh yeah! Eine Gürteltasche, die nehme ich doch gerne mit. Mehr Speicherplatz, Inventarplatz vielmehr ist doch immer schön. Jetzt können wir ein bisschen hier aufräumen. Das schmeißen wir alles weg. Das auch. Hm.
Ja, sag mal irgendwie was noch mitnehmen. Ne, ich denke, so sind wir ganz gut ausgestattet. Dann klettern wir noch mal die Leiter hoch und sehen, ob wir in Venedig rauskommen. Scheint nicht der Fall zu sein. Sieht eher aus wie eine Tiefgarage. Ja, die kennen wir auch noch aus dem Original. Rotes Licht. Eigentlich immer kein gutes Zeichen, oder? Aber schauen wir doch mal. Ja. Wahrscheinlich alles elektronisch verschlossene Türen. Da sind noch mehr rote Lichter. Aber kommen wir vielleicht hier direkt raus? Das wäre doch eigentlich am besten. Aber das sieht. Soundhorn, okay. Exit. Ja, Exit ist gut. Aber wir brauchen eine Karte. Mist. Nicht ohne Karte. Oh, Scheiße. Das glaube ich einfach nicht. Runter von mir! Wer ist da? Aufgepasst. Wer bist du? Weg damit. FBI. Ah ja. Wirklich gut. Entschuldigung. Danke. Für die Hilfe. Überrascht mich, dass Sie noch leben. FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere, die Information ist streng geheim. Wo gehen Sie hin? Tun Sie sich einen Gefallen. Stellen Sie keine Fragen und verschwinden Sie von hier. Wirklich gut, das mit dem FBI, ja? Ja. Wer ist diese Frau und warum hey! Trägt sie kein rotes Kleid? Ich hab noch nicht ausgeredet! Warum muss sie denn einen Mantel anhaben? Kann ich mir gar keinen drauf runterholen. Ja, das waren, ups, das waren so die ersten Reaktionen von vielen, nachdem der erste Trailer gezeigt wurde, wo diese geheimnisvolle FBI-Agentin zu sehen war. Aber okay, können wir uns später noch drüber ärgern oder ja, mir ist es eigentlich. Mir war es eigentlich Jacke wie Hose. Wir werden erstmal hier diesen Keller hier ein bisschen untersuchen. Und sehen da ein Dokument. Entsorgungsnotiz. Ah ja. Zu entsorgen ist Objektschlüssel für Einsatzwagen 7439. Details: verbogener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastendruck Türen im Kofferraum des Wagens öffnen kann. Ah, sollte das ein Hinweis an uns sein, da das so grün hier markiert ist? Möglicherweise. So. Dose. Die können wir doch bestimmt öffnen, oder? Blechdose, ja. Und da drin ist ein Schlüssel, der verbogen ist. Ein Autoschlüssel, der verbogen ist. Mit einem Türöffner. Wie es in der Notiz daneben stand. Und da liegt noch was. Eine Nachricht von Mr. Raccoon. Hallo Jungs und Mädels, hier ist euer Freund aus dem Raccoon City Zoo. Schön euch zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon Figuren, oder? Also ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießübungen benutzen, aber das macht mich sehr traurig.